Und ich sage an dieser Stelle nochmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War Remastered mit mir, dem Tante Gönn, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Scipionen. Und die Scipionen sind weiter auf Erfolgskurs. Wollen wir Lemonum angreifen? Ja, ne, sollten wir machen. Ich glaube, das hatten wir die ganze Zeit vor, ne? Holen wir uns die Stadt. Was hat er hier noch? Ein Plänkler und eine Kriegsbande. Okay. Wir haben nicht so viele Fernkämpfer. Das ist immer ein Nachteil bei den Städtebelagerungen. Aber ich glaube, wir kriegen die trotzdem relativ easy. Genau, Rakal. Wir reden da einfach nachher nochmal drüber. Arma hast du gespielt? Ah, cool. Ja, das ist ein geiles Spiel auf jeden Fall. Das hier ist ja die Remastered-Version. Achso, ja, für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben. Der Hobbygeneral hat mich gerade geradet und wir reden jetzt ganz kurz über das Spiel. Das hier ist die Remastered-Version. Wir müssen uns, glaube ich, übrigens auf die... Upsala. Wir müssen uns mal auf die Seite hier draufstellen. Die Remastered-Version hat ja sehr viel überarbeitet, ne? Also so grafisch, was die, insbesondere was die Darstellung der Einheiten angeht und so weiter. Ich glaube, dir drücke ich nochmal hier diesen Rambock da in die Hand. Du siehst, ne, die Einheitenkarten, die sehen auch so ein bisschen anders aus, ne? So, pass auf. Schieb mir die ganze Truppe einmal hier rüber. Stell mir mal meine Hastati hier auf, falls da der Gegner langkommt, ne? Söldner! Es ist auch schön, dass sie sich mit barbarische Söldner melden, um direkt ihre Unterwürfigkeit gegenüber Rom zum Ausdruck zu bringen. Der Feind hat Verstärkungen gerufen und versucht so jämmerlich seine Haut zu retten. Jo, der kommt tatsächlich hier. Okay, cool. Dann greif mal die Plänkler-Kriegsbande an und du kannst dich direkt um die Kriegsbande kümmern. Und du läufst einmal so und du läufst einmal so. Und mir wurde ja gesagt, ich soll häufiger mal so ranzoomen. Komm, werf mal ein paar Pieler, Kinder. So, da drüben machen wir jetzt einmal Matsch. Die Götter haben das Herz Rums. Des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Lobet die Götter! Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Mach mal deinen Kriegsschrei. Und greif an. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Mhm. Vielleicht erwischen wir die Truppen noch in voller Gänze. Wir würden ja jetzt versuchen, in die Stadt zu flüchten, ne? Wir machen das mal gerade ein bisschen schneller. Achso, warte mal, wenn wir hier hinlaufen. Der hat doch. Was hat denn der da? Kriegsbande. Die schaffen wir aber auch. Und? Nom 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 nom. Lauf nur ein bisschen hier rüber. Genau. Super. Problem gelöst. Ah, guck mal, da kommt noch einer. Stell du dich hier hin. Guck mal, mach mal Antacke. Knirrisch, knirrisch. Der macht schon mal das Tor auf. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Genau, lauf mal durch die durch. Du kriegst einen schönen Passierschlag mit. Ähm,
Übrigens, Moment mal kurz, da fällt mir noch was ein, da wollte ich doch noch mal was machen. Sekunde. Oh, das muss ich nach der Schlacht machen. Hobby-General, ich hoffe, du bist noch hier einen kleinen Moment da. Ich muss nämlich noch was, du sollst nämlich gleich noch mal einmal den interessierten Zuschauern sagen können, wie und wo die deinen Kanal finden. Das kann ich aber erst nach dieser Schlacht machen, weil manchmal crasht das Game, wenn man raustappt. Und damit du deinen Link posten kannst, muss ich dir erst noch eine Kanalrolle zuweisen. Und das machen wir gleich. Aber dann kann der geneigte Zuschauer deinen Unsere Kanal besser Soldaten finden. sind am Tor. Jetzt müssen sie es niederrammen. Hier machst du Unsere übrigens bitte auch Soldaten das sind an den Autofeuer Mauern. an. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Unsere Soldaten haben Gutes geleistet. Der Rambock hat das Tor durchbrochen. Ja. Und die zwei stellst du mir mal bitte hier hin. Den stellst du mir bitte hier hin und den bitte dahin. Die Söldner schickst du dann mal nach hinten. Guck mal, der kommt raus. Nee, doch nicht. Kannst du Pila werfen? Ja, auch, ne? Ja, perfekt. Mach mal ruhig weiter. Die Mauern hier können ja auch nicht mehr lange halten, ne? Auf 20% runter, hier auf 12. Haust du ab? Noch nicht. Jetzt haut er Heute ab. lächeln die Götter uns zu. Die Mauern sind durchbrochen und unsere Truppen sollten vorstoßen. Ja, sollten sie auf jeden Fall machen. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Ihr seht hier, Wegfindung ist noch nicht so optimal, ne? Lauf mal in seinen Rücken. Jawohl. Attacke. Oh, wie der einfach abhaut, ne? Feigling. Will sich gar nicht von mir abschlachten lassen. Unverschämtheit, sowas. Du kannst den Rambock mal wegwerfen. Ja, mach Autofeuer aber bitte wieder an. Hat er einen Kriegsherren? Nee, ne? Das macht's leichter. Nimm bitte auch die spanischen Söldner mit. Und stell dich mal zuerst hier hin. Und unsere Kavallerie, die parken wir hier drüben. Und die barbarischen Söldner vielleicht auch. Ja, ne? Wir müssen ein bisschen warten, bis unsere Truppen in Position sind. Naturgemäß dauert das immer. Der macht einen Kriegsschrei, damit er einen Ansturmbonus bekommt. Das ignorieren wir aber erstmal, denn wir werden den. Also, was wir hier versuchen, ist, wir werfen unsere Pieler, locken ihn damit von der Piazza runter. Wenn er da von der Piazza runter ist, kann er flüchten. Kann er natürlich nicht, solange er auf der Piazza steht, weil er da unbegrenzte Moral hat. Aber wenn er dann flüchtet, dann gewinnen wir die Schlacht automatisch, wenn alle Einheiten flüchten. Mach mal bitte den Defensivmodus an. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. So ist es.
Sieht doch so aus, als müsste ich sie alle platt kämpfen. Dann mach nochmal hier deinen Schlachtruf und dann greifst du an. Marakko, wenn ihr diese Kanalpunkte ausgebt, beziehungsweise diese Römerhelme, dann könnt ihr bestimmen, wen wir raiden, wenn der Stream zu Ende ist. So, machen wir mal kurz einen Prozess hier, hä? Ist jetzt halt doof, weil jetzt müssen wir die Einheiten alle einzeln runterkämpfen, ne? Das ist immer ein bisschen eleganter, wenn man das vermeiden kann, aber wir haben zu wenig Fernkämpfer, um das zu machen. Immerhin, Überlebende 0 und 0. So kann es doch mal ausgehen, oder? So, Limonum. Was machen wir? Einfach nur besetzen, würde ich sagen. Die hat nicht viele Einwohner, da übertreiben wir nur. Kannst du direkt alles bauen. Mach mir als erstes aber bitte die Straße fertig. Denn wir wollen uns hier ein bisschen schneller und weiter bewegen können. Bleiben wir hier im Wald? Komm, versteck dich mal hier im Wald. Wie sich das für einen Römer gehört, ne? General! Lauf du hier hoch. Okay, so, jetzt einmal gerade bitte quicksaven. So, der Hobbygeneral, ich weiß nicht, bist du schon in den Lurk-Modus gewechselt oder bist du noch da, guckst noch aktiv zu? Wenn du noch da bist, dann kannst du jetzt gerne einmal den Link zu deinem Twitch-Stream und deinem YouTube-Kanal posten, damit der geneigte Zuschauer aus dem heutigen Publikum vielleicht auch mal den Weg zu dir findet. Und dort wahrscheinlich dann das ein oder andere Strategieschmankerl findet. Ach, guck mal da praktisch. Ich wollte gerade sowieso Rebellen wegplätten. Okay, das ist nicht wirklich beeindruckend, was er da hat. Mal eine Attacke da oben und du kommst bitte hier mit. Ja, also finde ich auch ganz wichtig, ne? Wie gesagt, die Strategie-Community ist eine kleine Community. Da ist man froh, wenn man sich gegenseitig ein bisschen unterstützen kann, ne? So, wollen wir jetzt Lugdunum angreifen? Wir haben sehr wenig Fernkämpfer. Er hat aber auch nicht gerade wirklich viele gepanzerte Truppen, mit denen er wirklich was machen kann, ne? Achso, oh, wir können das noch gar nicht angreifen. Haha, wir belagern das Ding nur. Okay, alles klar, dann machen wir das jetzt erstmal. Hast du, falls du einen YouTube-Kanal hast, das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, du hast auch einen YouTube-Kanal, oder? Ne? Das wäre auch noch sinnvoll, denke ich. Ja, genau, danke.
Da gucke ich auch nachher nochmal selber vorbei. Alter. Überall Pest am Start. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was machen wir? Shit. Okay, du belagerst das ja Ziegenlager. Erstmal alleine. Du kriegst gleich noch Verstärkung. So, du baust bitte hier einen Turm. Okay, du baust bitte hier keinen Turm. Du baust bitte hier einen Turm. Wollen wir die bastarnischen Söldner noch mitnehmen? Aber die passen gar nicht mehr in die Armee rein, ne? Lass mal, muss auch so gehen und lauf mit ihm mal ruhig hinterher. Wie kann ich dienen? Also aus irgendeinem Grund hatten wir den da hochgeschickt, ne? Beschaffe Waren. Ja, beschaff mal Waren. Warte mal, der hat 7 Skillpunkte. Okay, warte mal kurz. Wo bringst du mir Kohle? 0, 92, okay. 131, okay, ab nach Athen, komm, das ist besser. Schicken wir den nach Athen, jetzt ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Bitte? Ja, du kannst weiter mit Gold handeln, das ist doch super. Um die Rebellen kümmern wir uns später. Okay, warte mal, das ist nur ein Rebell. Wir kümmern uns gleich um den. Mach mal so. Auf was ich mich als Historiker spezialisiert habe. Ah ja, stimmt. Also erstmal, da gab es vorhin noch die Frage, wie alt ich bin. Ich bin 40 Jahre alt. Und dann gab es die Frage, auf was ich mich als Historiker spezialisiert habe. Ich bin Agrarhistoriker mit dem Schwerpunkt langes 19. Jahrhundert. Da hört man dann immer so Antworten wie, ach interessant. Was so viel heißt wie, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oder es interessiert mich nicht. Ja. Sinan, übrigens, vielen Dank für den Follow. Ja, also, das ist halt so, du spezialisierst dich ja als Historiker in der Regel mit einer Qualifikationsarbeit, wie zum Beispiel einer Doktorarbeit oder so, ne? Und bei mir war das halt Agrargeschichte des langen 19. Jahrhunderts. Ich würde jetzt aber zum Beispiel nicht sagen, also ja, oder und mir ist das auch immer ganz wichtig zu betonen, also wenn jetzt einer von euch einen Experten für Agrargeschichte des langen 19. Jahrhunderts in Deutschland, Luxemburg sucht, dann bin ich wahrscheinlich der Ansprechpartner. Ich bin kein Experte für Antike. Ich interessiere mich sehr für die Antike, aber ich bin kein Althistoriker. Ja, also mir ist das immer ganz wichtig, das klar zu machen. Auch wenn ich jetzt hier über Geschichte spreche, also ich bin jetzt kein Experte im wissenschaftlichen Sinne. Ne? Experte für die Antike ist zum Beispiel so jemand wie Alexander Demand oder so, der eine Professur in alter Geschichte eben hat und wahrscheinlich einer der einflussreichsten Historiker für die Zeit der Spätantike ist oder sowas. Ne? Das sind Experten, ne? Die forschen auch richtig dazu. Ich forsche ja momentan so gut wie gar nicht mehr. Also ich habe zwar noch Berge an Quellen halt hier, die wahrscheinlich noch keiner gesichtet hat bisher und die ich irgendwann noch mal in meinem Leben auswerten möchte. Aber ich forsche da einfach auch viel zu wenig momentan. Ne? Also das ist bei mir so ziemlich eingeschlafen. Zu Dienst. Bevor hier irgendwie irgendjemand wieder auf die Idee kommt. Warte mal, Nikomede, hast du nur 22%? Oh, das ist echt mies. Okay, und Ankara. Warum ist Ankara nicht dabei? Unterwegs.
50% safe. Suche nach Hinweisen. Ja. Ja, Meister. Suche nach Hinweisen. Ja, Meister. Suche nach Hinweisen. Zu Diensten. Beobachte und warte. Wir schicken jetzt die ganzen Spione da rein. Oder in den Tod. Ja, Meister. Ja, bleibt da mal ruhig noch drin. Okay, haben wir noch mehr Agenten, ja? Ja, Meister. Alter, ich habe so viele Spione verloren. Ja, Meister. Witzig, ne? Ich sehe gar nicht, was du für eine Erfolgschance gegen Sinop hier hast. Ah, doch, jetzt. Ja, dann geh doch mal rein. Haha, du kriegst eine Revolte. Nee, doch nicht. Okay, schade. Okay, wer ist denn da drin? Der Spartacus. Okay. Und dann greifen wir das Ding einmal an. Genau, Hobbygeneral, das ist ja bei mir ähnlich. Ich bin ja auch als Nischen-Let's Player mit der Total War-Serie im deutschsprachigen Raum auch so ziemlich, also, ja, so ziemlich, also, so in so einer ziemlichen Nische, ne? Das gucken jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viele. Die Sonne ist aufgegangen. Wie viele von denen, die den Sonnenaufgang sehen, werden auch ihren Untergang erleben? Heute begegnen wir den Männern der Pontier. Es sind würdige Feinde, aber nichtsdestotrotz Feinde. Sie kauern hinter ihren Mauern und beten um Hilfe. Zählt die Zahl der Truppen auf beiden Seiten, dann wisst ihr, wer die Götter auf seiner Seite hat. Unser Feind ist es nicht. Ich habe noch nie einen Kampf gegen diese Männer verloren. Ich habe nicht vor, heute damit anzufangen. Gemeinsam werden wir den Sieg davontragen. Wir werden mit unseren Fernkampfwaffen den Tod verbreiten. Sie werden. Ich betone das immer wieder gerne. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass dann der General auch noch so ein paar Tipps gibt, wie man halt eben hier vorgehen kann. Ne? Dann Schwarzwald-Tenor schreibt Pastinake oder Kartoffel. Die darfst natürlich nicht vergessen, vor der Einführung der Kartoffel war die Pastinake so das am häufigsten gegessene Gemüse. Also die Pastinake war total ein absolutes Grundnahrungsmittel. Ja, wir werden mit unseren Fernkämpfern Tod verbreiten, das ist richtig. Guck mal, unsere Spione haben das nicht geschafft, die Tore aufzuschließen. Ballisten. Einheiten. Unsere rhodischen Steinschleuder, die stellen wir mal da drüben auf. Und unsere Bogenschützen, die stellen wir mal hier auf. So, wir schießen jetzt einmal dieses Tor kaputt. Das bekommt ihm nicht so gut, in die Nähe unserer Fernkämpfer zu laufen. Hör mal auf zu schießen, Junge. Können wir auf den General schießen eigentlich? Mal, zeig mal kurz. Tatsache. Nee, warte, stell dich bloß nicht vor die Schleuderer. Das gibt nämlich Kopfschmerzen. Okay. Einheiten, 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 schneller! Stell dich mal ruhig hier hin. Der soll erstmal kommen. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Angriff!
Schieß mal auf den General. Der feindliche General läuft davon. Ja, nie war sollte zu erwarten, sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Also die Fernkämpfer hier, die sind einfach zu überlegen, da macht er nichts gegen, ne? Machen wir den Plänkelmodus aus. Und weg ist er. So lustig, ne? Und dann schmeißen wir ihm noch so eine Ladung Pieler entgegen. Da hat er keine Lust mehr. Oh, und tot ist er. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Unter... Randy, danke für die 1-Euro-Donation. Freut mich, dass du meinen Kanal unterstützt. Karl Liebknecht, ich hatte letztes Jahr Geburtstag. Ich werde dieses Jahr 41. Alexander Demand hat sehr viele gute Bücher geschrieben. Auch, also er ist auch tatsächlich jemand, der... oh Gott, Alter, in der Siedlung ist überhaupt nichts drin. Guck mal, 462 Bewohner. Bitter, okay, ja. Und da können wir wahrscheinlich noch nicht mal Garnisonstruppen rekrutieren, ne? Lustig, okay. Der ist auch ein sehr guter Universalhistoriker, wie ich finde, ne? Also der hat ja auch diverse Bücher, so allgemein Bücher über Geschichte geschrieben, so Weltgeschichte, Globalgeschichte und so. Also noch bevor der Osterhammel damit angefangen hat, der ja dann so da bei der Globalgeschichte so den... momentan so den Ton angibt. Übrigens auch, aber halt in einem viel kleineren Rahmen, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Also der Demand, ne? Der hat dann eher, hat sich halt mit der Frage Geschichte der Menschheit und so hat er sich ganz viel beschäftigt. Okay, vielleicht schaffen wir diese Schlacht hier gegen dich noch. Lauf mal hier hin. Pass auf, dann nimmst du die hier noch mit. Lauf mal an. So, da Pontus uns jetzt angegriffen hat, haben wir eigentlich keinen Grund mehr, sie zu schonen. Also ich würde sagen, jetzt machen wir sie komplett platt. Oh ja, Haltung annehmen, ja, ist richtig. Ach so, du hast noch geschrieben, jetzt habe ich Lust, Geschichte zu studieren, schreibt Randy. Ja, sehr gut. Also, wobei ich tatsächlich sagen muss, Geschichtsstudium... ist jetzt nicht das, womit man unbedingt großen beruflichen Erfolg erzielen wird. Ne? Also, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Also, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der auch so ein Geschichtsstudium anhand ökonomischer Faktoren bemessen wird und wo der kulturelle Wert einfach eine deutliche geringere Rolle spielt als jetzt der, ich sag mal, finanzielle, marktwirtschaftliche Wert. Ne? Und... ja, dreht euch mal bitte so ein bisschen. Ja, ne? Der Feind! Klar. Jetzt setzt die Schlacht fort. Vielleicht erwischen wir noch ein paar. Und ne, da wirst du halt mit einem Geschichtsstudium wirst du jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich erfolgreich, also großartig erfolgreich sein. Ne? Du wirst auf jeden Fall nicht reich werden. Ne? Und ich meine, was du halt machen kannst, und das ist zum Beispiel was mich an Geschichte immer so interessiert hat, man hat halt einfach, wenn du Historiker wirst, hast du halt eine lebenslange Beschäftigung mit einem echt coolen Gegenstand der Menschheit. Ne? Und das finde ich halt sehr gut. Und du kannst halt coole Bücher schreiben und du kannst forschen über coole Forschungsgegenstände und sowas. Also natürlich, klar, das hast du auch in anderen Fachdisziplinen oder so, aber das war das, was mich immer so gefuchst hat. Vor allen Dingen, ich wollte halt immer wissen, wie die Menschen früher gelebt haben. Und das finde ich auch nach wie vor noch so mit das Spannendste, halt so herauszufinden, wie Menschen früher gelebt haben, was die früher so bewegt hat.
was deren Handeln und Denken bestimmt hat und worin die anders gedacht haben als wir heute und so. Also das waren immer so Sachen, die mich total fasziniert haben. Und wo kriegt er denn die guten Truppen her? Wo hat er denn, ist dann... Ah, Stufe 4. Okay, der hat hier eine Armeekaserne Stufe 4. Das ist in der Tat ein Punkt, ne? 20.000 Einwohner. Boah. Okay, krass. Ja, Pinsi, das ist ein sehr schöner Spruch dazu. Ein unwiderstehliches Fach. Sind bereit. Ja, geh mal hier hin. So, dann nimmst du mal bitte hier so einen Haufen Bauern mit. Denn wir müssen jetzt... Okay, nimm noch einen Bauern mit. Wir müssen jetzt mit den Bauern nach Capua, die da abliefern und dann dort auflösen, damit wir dort unser Bevölkerungswachstum ankurbeln können, denn wir wollen ja heute gerne die Marius-Reform noch erleben, seit einigen Parts bereits. Friedrich Sophia übrigens, vielen Dank für den Sub auf Stufe 1 für 7 Monate. Nice. Danke für die Unterstützung übrigens. Oh, Liebknecht hat Probleme mit Goblins bei Magic. Okay. Bin ich mal gespannt auf nachher. Bitte berichte mir. Okay. Die da nehmen wir auch noch mit. Du greifst den Typen da gleich an. Okay. Oh shit, ich habe den Agenten vergessen. Dann spielen wir den mal aus. So, was hat er jetzt genau da drin? Zwei Stadtmilizen, Rebellengeneral, Bauern und Peltasten. Unterwegs. Ich habe keine Infanterie, um dem Typen da eine einzuschenken, ne? Mach noch eine Einheit Hastati, bitte. Wir können hier jetzt Onaga rekrutieren. Das ist cool. Das wird lustig. Das Problem ist halt nur, bis die da sind, wo wir hin müssen, ist das Spiel wahrscheinlich schon gelaufen. Aber ich habe übrigens mal ein Video gemacht, Historiker als Beruf oder lohnt sich ein Geschichtsstudium oder so, wo ich einfach mal über mein Geschichtsstudium gesprochen habe. Ich muss auch immer dazu sagen, das sind nur meine Eindrücke, ne? Also so, das hat sich mittlerweile wahrscheinlich auch nochmal deutlich geändert. Oder eben auch nicht. Das darf dann jeder selbst beurteilen. Bau übrigens dann auch noch den Markt direkt. Vielleicht machst du noch den Markt zuerst und dann die Straße. Ja, wie gesagt, ne, also vielleicht hat sich das deutlich geändert oder eben auch nicht. Ich habe ja zu Beginn der 2000er angefangen zu studieren, ne? Also 40 Jahre alt, hallo, ne? Und das kann halt auch durchaus sein, dass das Studium und auch insbesondere die weitere Qualifikation auch, dass das nicht mehr so läuft, wie das jetzt damals bei mir der Fall war. Da ist eine Einheit zu viel drin. Lass mal gerade schauen. Ist hier eine Einheit dabei, die ich loswerden will? Naja, nicht unbedingt, ne? Wollen wir den Typen da einmal gerade wegschubsen? Also kommt da irgendwas Fieses? Ich sehe es irgendwie nicht so, ne? Da ist was Fieses. Wenn er in der Stadt bleibt, ist perfekt. Ja, ne, also, aber ich glaube, so das Grundproblem hat sich halt nicht geändert, ne? Also,
was ist so dein wirtschaftlicher Wert als Historiker? Ne? Wenn du das halt so versuchst zu messen, ist das einfach unfassbar niedrig. Du kannst ein Buch schreiben und das Buch ist dann das wert, je nachdem, wie viele Leute das kaufen. Wirst du als Historiker so ein Buch schreiben, das halt alle möglichen Leute kaufen? Ja, vielleicht schon, aber nicht unbedingt eben in deiner Funktion als Historiker, sondern dann eben in deiner Funktion als Autor, weil du gerne Bücher schreibst oder ähnliches. Ne? Also sowas vielleicht, ne? Und das ist, glaube ich, so, und das ist, glaube ich, so ein Problem. Da hat sich einfach, glaube ich, insgesamt noch nicht so viel dran verändert, ne? Also, das ist nach wie vor, glaube ich, immer noch eine Hausnummer. Okay. Beweg du dich hier hin. Beweg du dich hier hin. Nimm mal die Köter mit auf die Flanke am besten. Und den Kavallerien nimmst du mir hier rüber mit auf die Flanke. Und die Astarte nimmst du mir dahin mit. Und dann kann man natürlich auch sagen, was machst du dann als Historiker? Gut, du kannst da irgendwelche Ausstellungen vielleicht begleiten oder so, ne? Das ist sicherlich auch ganz cool. Da natürlich dann auch wieder das Problem, ne, was sind das dann halt für Stellen, ne? Das sind dann häufig so Projektstellen, ne? Du hast einfach so eine du bist so ein Dauerkandidat für prekäre Beschäftigung, ne? Ihr könnt jetzt übrigens mal die Kriegshunde im Einsatz sehen. Und jetzt kommt das Erste. Ihr müsst eure Einheiten hier jetzt ans Ende der Karte zurückkommandieren. Denn sonst werden eure Hundehalter in den Nahkampf laufen. Und ihr müsst die auch immer wieder damit rausnehmen. Lauft weg. So. Und der General hier, der versucht jetzt natürlich hier unsere Hündchen zu erwischen. Wenn ihr seht hier, ne, da blinkt's rot, aber das sind tatsächlich nicht die Hunde, die wir hier verlieren. Oder doch, es sind halt nur die Hunde, die wir verlieren, aber die werden nach der Schlacht wieder aufgefüllt, so dass auch der Mut seiner Armee schwindet. So, ihr lauft mal dahin, bitte. Seht übrigens, ein seltener Anblick übrigens auch, dass die Bauern hier tatsächlich was reißen gegen die Kriegshunde. Bauern sind ungepanzerte Einheiten und fallen eigentlich um wie die Dominosteine gegen Kriegshunde. Aber gut. Schwarzwald-Tenor schreibt, meine 4 Semester Lehramt-Geschichte waren jetzt eher mau. Überlastung durch Doppeljahrgänge, Abi und komische Seminarangebote. Das kommt dann natürlich auch immer darauf an, wo du studierst. Ne? Da steckst du halt, da stecke ich jetzt halt zum Beispiel nicht drin. Ne? Ich habe damals in Trier studiert und ich fand die Uni, ich fand die Uni auf jeden Fall sehr gut. Oder ich finde die Uni, ja gut, ich war ja schon ewig nicht mehr da. Also ich fand die Uni damals sehr gut. So vom Lehrangebot auf jeden Fall her. Die Pädagogikstudiengänge, die habe ich übrigens auch mitgemacht. Okay, da kann man sich auf jeden Fall drüber streiten, ob das gut war, wie damals Lehramtsstudiengänge an der Uni Trier organisiert wurden. Aber da muss ich halt auch einfach sagen, das kann ich heute nicht mehr beurteilen, weil das ist schon zu lange her, ne? Da bin ich einfach nicht mehr drin. Aber vielleicht studiert ihr der eine oder andere, der hier in den Kommentaren unterwegs ist. Bitte? An der Uni Trier und hat auch so ein Pädagogik-Schwerpunkt mit drin. Und ich sage nochmal 1-2 Polizei, vielen Dank für den Follow. Wir machen jetzt hier für alle YouTube-Zuschauer, die dieses Let's Play hier jetzt nachträglich hier auf YouTube sehen. Wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns im nächsten Part wieder. Der Stream geht natürlich noch weiter. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Schaut doch einfach mal rein. Freitags 21 Uhr bin ich immer online auf twitch.tv/GüntherShadow. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sage nochmal Danke an den Hobbygeneral, der geratet hat übrigens an der Stelle. Und der freut sich bestimmt auch über, den Besuch. Und Gaius Caesar natürlich auch.
besucht die doch auch mal auf YouTube oder auf Twitch. Die werdet ihr dort bestimmt auch finden. In diesem Sinne, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.